Ist nur ein Leib, kommt mit.
höchsten Dank. Und nach gesprochenem Lobgesang ging Jesus über Kidrons Bach zum Ölberg, da er dann zu seinen Jüngern sprach. Ihr werdet all in dieser Nacht euch an mir ärgern, ja, mich gar verlassen. Wir wollen Schlaunigte, wo Rast der Grundlos ist, brennen.
vermehrte sich mit grausamem Erschüttern so, dass er kaum vor Schmerzen röcheln konnte. Man sah die schwachen Glieder zittern, kaum atmete sein trockener Mund. Das bange Herz fing an so stark zu klopfen, das Blut verschweißt in ungezählten Tropfen aus allen Adern drang, bis er zuletzt bis auf den Tod gequält, zerstückt, zermartert, halb entzieht, fast mit im Tode Thank you.
geendigt war, kam Judas schon hinein und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen. Oh!
Doch, ach, sie sind schon fort. Was fang ich an? Folg ich den anderen nach, weil ich allein ihm doch nicht helfen kann? Nein, feiges Herz, nein, nein, ich lass ihn nicht allein. Sollt ich auch mein Leben gleich verlieren, will ich doch sehen, wohin sie mich umführen. Was wäre unser Glück?
draußen bei dem Feuer sich heimlich hingesetzt. In dem kam eine Magd, die gleich, sobald sie ihn erblickte, sagt: Ich spüre, Mutter, dass dieser Mann von Jesus schlag. Wer ich? Nein, war ich nicht. Du irrst dich. Nicht lang danach fing noch ein anderer an. So viel ich mir binnen kann, ist doch mit dir. Was du sagst, ich kenne wahrlich seinen Blick. Gleich drauf sagt ihm ein anderer ins Gesicht: Du bist verwirrt von seinen Leuten und suchst umsonst dich was zu brechen. Im Hörten, was du ihm zu sagen, auch gibt es Sprachen zu erkennen. Ich will versiegen, ich will versiegen. Doch wie ich verzweifle.
nun, wie hart man ihn verklagte, doch nichts zu allem sagte. Da fuhr ihn Caiphas mit diesen Worten an. Sein Manuskript ich bringe kann, du zu dem, da diese dich verklagen, gar nichts mitsagen, beschwör ich dich bei Gott und zu gestehen, ob du seist Christus, Gottes Sohn. Ich bin's, von nun an werdet ihr zur rechten Hand der Kraft und auf den Wolken zu mich kommen sehen. O Lästerer, was dürfen wir nun weiter Zeugnis führen? Ihr könnt es ihm so selber spüren, wes er sich hat erkühnt. Was dünket euch? Drauf rief der ganze Rat zugleich. Er hat's getrunken, er hat's getrunken. Als Jesus aber mal in Ketten eingeschränkt und mit abscheulichem Geschrei ward nach Pilatus hingerissen. Hat dieser mein Heiland leiden müssen? Für wen? Ach Gott, für wen?
Pilatus Jesum fragt, ob er der Judenkönig will, sprach ihm: Du hast gesagt. Bestrafe diese Bösewicht, bestrafe diese Bösewicht, und ebenfalls dessen ganzes Kinderleid und Kinderleid. Kein Gehör, vernimmst du nicht, die Hals nicht verklagen und will du dich zu deiner Rettung sagen? Ihr aber sagt nicht es König an. Weg, 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 weg.
Schar zusammen, die banden ihn an einen Stein und geißelten den zarten Rücken mit Nägeln vollen Stricken. Thank you.
zogen sie ihm einen Purpur an und krönten ihn zu desto größerem Ruhm mit einer Thank you.
fingen Lachen an zu schreien. Ein Kinder sei betrunken, ein Kinder sei betrunken, gegrüßet seist du. Thank you.
Spottung, Qual und Schmach hat angetan, riss man ihm ab den Popel, den er trug, und zog im Traum sein eigene Kleider an. Und endlich führeten sie ihn, dass sie ihn kreuzigten, zu Schädelstätte hin.
gekreuzigt war. Da losete die Schar der Kriegesknecht um sein Gewand, und über seinem Haupte stand der Judenkönig angeschrieben. Und die vorübergingen, lästeten und trieben Geschwätz mit ihm, wie auch die bei ihm hingen. Thank you.
ihn an und steckt ihn auf ein Rohr und hielt ihn zu trinken vor. Hierauf rief Jesus laut mit ganzer Macht: Es ist vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht.
Es bricht,
Thank you.